Warum der Da merkst du was Podcast? Viele Menschen haben das Gefühl, nicht weiterzukommen. Sie suchen nach Lösungen und neuen Ideen, wie sie ihren Weg in Richtung ihres Erfolgs gestalten können. Versicherungen sind die häufigen Begleiter, jedoch meist für viele langweilig, kompliziert und gefühlt ein notwendiges Übel. Das ändere ich in diesem Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn dich 0815 langweilt, du jetzt etwas anders machen und auf Erfahrungen und Tipps erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten zurückgreifen möchtest. Was erwartet dich? Spannende Interviews mit erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten, die dir ihre Geheimnisse und Tipps verraten, wie sie etwas anders gemacht haben als alle anderen und somit erfolgreich wurden. Du erhältst also viele Tipps von Menschen, die es schon geschafft haben und die dir jetzt helfen, aus deiner Sackgasse auszubrechen. Zudem möchte ich dir Geschichten und Tipps aus meiner Provinzialschutzengelwelt weitergeben, damit du nicht in Fallen der schwarzen Schafe tappst. Setzt du die Tipps und Erfahrungen um, verspreche ich dir, da merkst du was. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und sage herzlich willkommen bei dem Da merkst du was Podcast der Provinzial Jens Merkel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Da merkst du was Podcast der Provinzial Jens Merken. Ich bin Jens Merken und freue mich riesig, dass du mit dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Heute habe ich einen spannenden Gast in meinem Interview und zwar ist er Buchautor, unterstützt Unternehmer, Entscheider und ihre Teams dabei, Organisationen und damit Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten. Tätig ist er als Coach und Mentor für Führungskräfte und Teams, als Trainer, Moderator für Teams und Organisationen und als Keynote Speaker auf Unternehmensveranstaltungen. Wow, danke, dass du mit dabei bist und ein herzliches Willkommen, lieber Christian Konrad, und stell dich bitte einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Christian Konrad. Ich begleite Unternehmer, Entscheider, Organisationen dabei, ihre Unternehmenskultur noch anziehender, noch magnetischer, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter zu machen. Ja, sehr spannendes Thema. Ich denke mal, gerade so in Zeiten von Fachkräftemangel müssten ja die Auftragsbücher bei dir platzen. Dementsprechend denke ich mal, hast du da wirklich das Zeichen der Zeit erkannt und ein passendes Thema gefunden. Also was ist dein Warum, dass du dieses Thema dahin entwickelt hast? Gibt es da irgendwie so einen Schlüssel? Ich habe mir, als ich das Thema zum ersten Mal getroffen habe oder damit begegnet, damit zusammengekommen bin, hatte ich noch keine Ahnung, dass das mal mein Lebensthema werden würde. Das war noch an der Uni. Ich war an der Uni Mannheim und ich habe immer gerne Seminararbeiten geschrieben. Keine Ahnung warum, ich mache das einfach gerne. Ja. Mochte das viel lieber als Prüfungen schreiben. Und dann lief ich durch die Uni und sah ein Plakat für einen Wettbewerb. Und das, was mir beim Wettbewerb ist ja immer der Preis wichtig. Ne? Und ich habe gesehen, dass man bei diesem Wettbewerb einen Aufsatz schreiben musste und man konnte ein Praktikum gewinnen. Man konnte ein Praktikum in New York bei Lufthansa gewinnen. Und das wollte ich unbedingt gewinnen. Dann habe ich mir angeguckt, worum geht's? Okay, eine Seminararbeit schreiben, so ein bisschen wie eine Seminararbeit schreiben. Unternehmenskultur, Marketingstrategie zum Unternehmenserfolg? Fragezeichen. Also schreibe darüber, über diese These. Der Ausrichter war eine Marketingorganisation, MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis, der Alumni-Verein, und Professor Raffé, der große Marketing-Guru aus Mannheim damals in den 90ern, der war sozusagen der Schirmherr von der ganzen Geschichte. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe das gemacht, habe auch Unternehmen interviewt dafür. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann diesen zweiten Preis gewonnen. Ne? Ich habe dann genau das gewonnen, was ich gewinnen wollte, nämlich das Praktikum bei Lufthansa in New York. Und das war eigentlich das eine. Das andere war, dass das für mich der Türöffner war, um ins Marketing zu kommen, weil das habe ich entschieden, nachdem ich mit dem Studium fertig war und keine einzige Marketingvorlesung gehabt habe, ich möchte gerne ins Marketing. Und da hatte ich sozusagen meinen Türöffner. Und dann habe ich 11 Jahre in der Konsumgüterindustrie gearbeitet, in verschiedenen Marketingfunktionen und habe dort zwei spannende Unternehmenskulturen kennengelernt. Also habe das Ganze von innen dann gesehen. Ich habe einmal in einem amerikanischen Konzern gearbeitet und einmal in einem britisch-holländischen Konsumgüterkonzern und habe diese beiden Kulturen kennengelernt, habe verschiedenste Führungsverantwortungen dort übernommen, war Marketingdirektor für Deutschland, Österreich, Schweiz, für Kellogg's, kennen vielleicht einige, für Frühstücksflocken. Ja. Und dort hatte ich eigentlich einige Aha-Erlebnisse.
weil du nach meinem Warum fragst. Ich habe mich in der Zeit beschäftigt mit einem Modell oder mit einem Buch, das ich von einer Kollegin bekommen habe, die 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Habe ich gelesen und habe mich total gepackt, irgendwie dieses Buch. Und ich habe dann immer auch mit Kollegen darüber geredet. Und in dem Buch gibt es den zweiten Weg oder die zweite Gewohnheit, das am Anfang das Ende schon sehen. Und da beschäftigt man sich mit seiner persönlichen Vision. Also man überlegt sich eigentlich, oder Mission nennt Stephen Covey das, also ein Leitbild zu entwickeln. Und da macht man so eine Visualisierungsübung, dass man sich vorstellt, man ist bei seiner eigenen Beerdigung und überlegt, was werden die Leute oder was würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Leute dann auf der Beerdigung über mich sagen. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und dann war für mich sozusagen das, was da rausgekommen ist, war, dass ich Menschen dabei unterstütze, also ich möchte Menschen inspirieren und ihnen helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und das habe ich so ein bisschen erweitert dann. Ich möchte Menschen und Organisationen inspirieren und ihnen helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Das ist eigentlich mein Leitbild gewesen seit 1998. Also das hat sich auch nicht verändert. Da baut man ein bisschen was dran und man merkt dann aber irgendwie, dass das bleibt. Das ist das, was mich antreibt. Und das war für mich nicht nur mein Leitbild für den beruflichen, sondern auch für den privaten Bereich, weil das ist eigentlich auch so mein Erziehungsleitbild gewesen für meine 3 Kinder. Denen zu helfen, denen ein Umfeld zu bieten, ihr Potenzial zu erkennen und dann auch zu entfalten, ihnen die Rahmenbedingungen zu geben, dass sie da wachsen können. Das Thema Unternehmenskultur in dieser Ausprägung kam dann erst ein bisschen später wieder rein. Ne? Also ich habe dann irgendwann festgestellt, ich kann auch diese 7 Wege zur Effektivität als Trainer umsetzen. Ich hatte zu der Zeit, dann war ich nicht mehr im Konzern, sondern hatte eine Unternehmensberatung gegründet mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und wir haben große Unternehmen beraten für ihre Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitskommunikation. Und parallel dazu habe ich angefangen, als Trainer zu arbeiten. Einfach deswegen, weil das so ein Herzensanliegen von mir war. Das habe ich mehr oder weniger als Hobby gemacht. Und wie das manchmal so ist mit dem Hobby, irgendwann macht man es zum Beruf. Meine Firma habe ich dann aufgegeben. Das war eine schwierige Geschichte, weil ich hatte einen Geschäftspartner, wir haben uns irgendwann mal in die Haare gekriegt, wir haben es nicht mehr gut verstanden. Und ich musste dann eingestehen, dass diese Firma offensichtlich nicht der Ort ist, wo ich diese Vision tatsächlich ausleben kann, weil wir so wenig mehr gemeinsam hatten. Und dann haben wir uns getrennt und ich habe die Firma verlassen und habe mich dann konzentriert darauf, auf diese Themen, nämlich auf die 7 Wege zur Effektivität und andere Trainings- und Entwicklungsthemen. Und das Interessante war, dass ungefähr zu der Zeit dieses Konzept der 7 Wege zur Effektivität neu gelauncht wurde. Ich bin so ein Marketer, der redet viel Englisch, gelauncht wurde global als ein Betriebssystem für effektive Unternehmenskultur. Das heißt, es wurde neu aufgelegt und wieder neu in den Markt gebracht. Ne? Genau, wurde ein neues Gewand, bekam neues Gewand und wurde ganz anders auch positioniert. Und da hatte ich mein Thema wieder. Ich habe gesagt, okay, jetzt arbeite ich schon seit 6, 7 Jahren an diesem Thema, ne, ohne es so richtig zu wissen. Und habe gesagt, okay, das ist eigentlich mein Lebensthema. Da möchte ich weiter dran arbeiten. Und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich auf 3 Ebenen an diesem Thema arbeite. Nämlich, es fängt beim Unternehmer an. Beim Entscheider, was ist eigentlich seine persönliche Vision? Was ist seine, in welchen Beziehungen lebt er? Was bringt ihm Energie? Was sind Dinge, auf die er fokussiert? Die zweite Ebene ist dann die Teamebene. Was ist sein Führungsteam? Was sind die Teams darunter? Wie arbeiten die zusammen? Und dann breitet sich das aus in der gesamten Organisation. Ja, und so wird Unternehmenskultur aus meiner Sicht entwickelt. So habe ich das erlebt. Deswegen arbeite ich auf diesen 3 Ebenen. Sehr spannend. Sehr spannendes Thema. Also wahrscheinlich etwas, was man in so einem Podcast nicht ausführlich erklären kann. wenn du jetzt mal so dich in die Situation hineinversetzt, dass du zum Beispiel auf einer Party bist, ne, und lernst da jetzt ganz neue Leute kennen, was ist da so die erste Frage, die dir am meisten gestellt wird? Also die Frage, die du eben gestellt hast, wird schon gestellt. Ne? Warum machst du das eigentlich? Ne? Also was ist das, was dich daran begeistert? Und für mich steht schon der Mensch im Vordergrund. Also das war so ein bisschen auch das, was meinen Geschäftspartner und mich auseinandergebracht hat. Der war eher so ein Prozesstyp und ich bin eher ein Beziehungstyp.
Und das, was mich eigentlich triggert, sind Beziehungen, ne? Also Beziehungen zu Menschen. Deswegen arbeite ich so auch sehr, sehr gerne mit einzelnen Menschen im Coaching, weil mich einfach diese Beziehung interessiert. Mich interessiert, was macht das? Was bewegt diese Menschen? Was ist das, was sie motiviert, morgens aufzustehen? Was begeistert sie? Wofür brennen sie? Und für mich ist es das Thema Beziehung. Es ist das Thema Menschen. Ja, also kann ich mir auf jeden Fall bei dir vorstellen, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon so ein bisschen, auch schon mal zusammengearbeitet, und ich kann das nur bestätigen, dass halt du ein sehr beziehungsorientierter Typ bist, immer sehr gerne zuhörst und dann auch die passenden Informationen gibst. Jetzt bist du ja im Thema unterwegs, magnetische Unternehmenskultur. Das ist ja, ich sag mal, für mich eine spezielle Art Unternehmenskultur, die ich so vorher noch nicht so kannte. Kannst du unseren Zuhörern einfach mal so kurz umfassend sagen, was für dich eine magnetische Unternehmenskultur ist? Also woran erkenne ich die, wenn ein Unternehmen die hat? Ich würde da immer aus zwei Perspektiven sehen. Ich würde es einmal aus der Mitarbeiterperspektive sehen und einmal aus der Kundenperspektive. Das sind für mich so die zwei wichtigsten Anspruchsgruppen eigentlich, die ein Unternehmen hat, sind die Mitarbeiter und die Kunden. Natürlich gibt es noch andere, aber wenn man die beiden sich anguckt, dann kann man das schon erkennen. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, was aus deiner Sicht magnetisch ist in einem Vorgespräch, und du hast gesagt, es braucht mehr Spaß in Unternehmen. Also wenn du, hatte einmal so ein Erlebnis, wo ich das fast schon gespürt habe, physisch gespürt habe. Ich saß bei, das ist auch schon über 10 Jahre her, ich saß bei der eBay-Zentrale, Dreieich bei Berlin, an einem dunklen, trüben Dezembermorgen in der Lobby. Hatte einen Termin dort. Es ging nicht um Unternehmenskultur. Ja? Und ich habe gespürt, dass die Leute, die da reinkamen, kalt, es war grau, es war dunkel, es war so gar nicht energetisch irgendwie. Und ich habe eine unheimliche Energie gespürt in diesem Foyer, was sich nachher auch noch weiterentwickelt hat, dass ich dann im Termin saß. Also ich habe gemerkt, die Leute, die hier reingehen, die gehen hier gerne rein, ohne dass ich mit irgendeinem geredet habe. Ich habe gemerkt, hier brennt die Luft irgendwie. Hier sind Leute zusammen, die haben irgendwie, die wollen was zusammen erreichen. Das habe ich gespürt. Ja. Und das hat sich in dem Gespräch, was ich danach hatte, hat sich das auch bestätigt. Also man kann das merken, wenn man dann mit den Leuten redet, dann merkt man und dann trifft man Leute, deren Augen leuchten, dann trifft man Leute, die unheimlich gerne die Dinge machen, dann merkt man, die Leute haben Spaß an dem, was sie tun. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, sie fühlen sich wertgeschätzt in dem, was sie da tun. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, wenn ich fragen würde, was wäre der Turbo, um eine Unternehmenskultur magnetischer zu machen? Was wäre die eine Geschichte? Würde ich sagen, wenn jeder in dem Unternehmen sich vornimmt, jeden Tag 3 positive Feedbacks zu geben. Einfach achtsam zu sein, sich umzugucken und sagen, was fällt mir auf? 3 Dinge, und auf Leute zuzugehen und das zu sagen. Jeder würde das in einem Unternehmen machen, ob das nur 5 Leute sind oder 500 Leute, dann würde sich etwas verändern, weil sich die Sichtweise verändert aufeinander. Man nimmt Dinge nicht mehr für selbstverständlich. Und das zeichnet, glaube ich, solche Unternehmen aus, wenn man die Mitarbeiter fragt. Man fragt die Mitarbeiter ja auch. Ich weiß nicht, ob du Kununu kennst. Ne? Also Kununu ist eine Unternehmensbewertung seitens der Mitarbeiter. Und daran kann man häufig sehen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede Kununu-Bewertung gleichwertig ist, aber wenn jetzt ein Unternehmen 100 Bewertungen hat, kann man davon ausgehen, dass es schon mal eine gewisse Validität hat. Und wenn man dann feststellt, dass die auf der 5er-Skala 3,8, 4,0, 4,2, irgendwas in diesem Bereich um die 4 oder drüber hat, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine relativ magnetische Unternehmenskultur ist und dass diese Unternehmen auch keine Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Es gibt also Unternehmen, die haben selbst in Branchen, IT-Branche ist ja sehr, sehr schwierig, haben keine Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Ja, und du hast gerade schon eigentlich meine nächste Frage schon einen Teil beantwortet, und zwar, wenn man jetzt ein Unternehmer ist, der sagt, ich möchte jetzt mein Unternehmen magnetisch gestalten. Also für mich ist das Thema magnetische Unternehmensstruktur interessant.
Welche konkreten Tipps würdest du deinen Unternehmern geben? Einen hast du schon gemacht, also irgendwie in dem Unternehmen das einzurichten als Standard, dass man versucht, jeden Tag 3 positive Feedbacks einander zu geben. Mhm. Noch einen weiteren tollen Tipp, wie man in das Thema magnetische Unternehmenskultur starten kann? Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass man sich sehr klar darüber wird, was einem wichtig ist, also diese Warum-Frage zu beantworten. Gerade bei jungen Leuten ist es unheimlich wichtig. Die wollen wissen, was ist eigentlich sozusagen der Sinn. Wenn jetzt einer herkommt und sagt, unser Sinn ist Geld verdienen, dann winken die meisten Leute ab. Das ist nicht das, was sie hören wollen. Sondern wenn es darum geht, zum Beispiel, na, du bist im Versicherungsbereich tätig und deine Vision ist, dass Menschen in Sicherheit leben können, dann ist das eine ganz andere Motivation. Ne? Dann sage ich, okay, warum machen wir das hier alles? Wir wollen die Lebensqualität von Menschen erhöhen. Die sollen sich sicher fühlen und sie sollen ihr Leben genießen können. Das ist unser Auftrag. Das wollen wir erreichen. Wenn wir das gut tun, dann wird das Geld die Folge sein. Oder ich habe einen anderen guten Freund, der ist Bauträger in Leipzig, Bauträgerfirma, und deren Ziel ist es, ein Zuhause zu kreieren, in dem sich Menschen wohlfühlen. Das haben die sich auf die Fahnen geschrieben. Ist keine große Firma, aber sehr erfolgreich. Und die haben eine unglaublich hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Ich habe das jetzt auch nochmal überprüft auf Kununu. Und die sind einfach sehr zufrieden, die Leute, die da arbeiten, weil sie jeden Morgen, weil sie wissen, okay, wenn ich dort hingehe, dann geht es nicht darum jetzt, dass ich die Taschen von meinem Chef möglichst voll mache, damit er möglichst fettes Auto fahren kann, sondern unser Ziel ist, dass wir zufriedene Kunden haben. Dass wir Kunden haben, die sagen, wow, hier möchte ich nie wieder ausziehen, das ist so ein tolles Haus, was ihr gebaut habt. Naja, und der zweite Effekt ist, dass dann die Kunden natürlich auch diese Firma weiterempfehlen. Dass die Kunden dann sagen, ja, ich habe jetzt bei Atrium, so heißt die Firma in Leipzig, ich habe mal da, dass diese Wohnung von denen bauen lassen oder dieses Haus bauen lassen. Und was soll ich sagen? Es ist einfach ganz toll. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ja, also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Also das Warum herzustellen und nicht einfach nur, dass es um Zahlen geht, sondern dass man tatsächlich weiß, was ist der tiefere Sinn hinter dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Unternehmen eine Herausforderung haben. Kannst du das auch so bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es viele, es gibt eben viele Menschen, die gerade auch Führungskräfte, gerade auch in größeren Firmen, die meinen, ja, das ist vollkommen okay, dass ich sage, es geht nur ums Geld verdienen. Hm. Und dann wundern sie sich, dass die Leute einfach nicht motiviert sind. Ne? Die machen das dann, ja, okay, ich habe den Job und da kriege ich ein Gehalt und das war es aber auch. Ne? Dann mache ich das Nötigste, um dann dort mein Geld am Ende des Monats abzuholen. Ja. Ja, vielen Dank schon mal für die 2 Tipps, die du uns gegeben hast. Jetzt sind wir gerade im Mai 2020, so mitten in der Corona-Krise. Hat sich Corona auch auf deine Arbeitsweise ausgewirkt? Also hast du vor Corona anders gearbeitet als jetzt? Auf jeden Fall. Also ich mache ja sehr viel live, ich mache sehr viel Trainings, ich mache sehr viel Coaching auch direkt im 1:1, Teamentwicklung, aber gehen Unternehmen rein und bin sehr viel unterwegs und aktuell bin ich natürlich wenig unterwegs, weil ich von zu Hause arbeite und die Dinge per Zoom und anderen elektronischen Möglichkeiten dann mache. Das heißt, meine Coachings, auch Teamentwicklung habe ich jetzt schon auf dem Wege gemacht. Also es hat sich schon sehr verändert. Hm. Siehst du denn jetzt in dieser Zeit auch ein besonderes Thema im Bereich der magnetischen Unternehmenskultur? Also dass man sagen kann, deine Kunden haben jetzt vielleicht noch speziellere Herausforderungen, die jetzt durch Corona hergeleitet wurden, gibt es da besondere Engpässe, die deine Kunden jetzt haben? Also ich glaube, einer ist halt, also das eine ist eher weniger Engpass, also manche entdecken, was alles geht, ne, wo sie vorher gesagt haben, das geht nicht, das kann man so nicht machen, und plötzlich muss man es machen und dann funktioniert es. Das ist also eine Erkenntnis, die ich beobachte. Was natürlich ein Bedürfnis ist, ist zu gucken, wie können wir trotzdem, dass wir uns wenig sehen oder gar nicht sehen, oder nur elektronisch sehen, wie können wir trotzdem den Zusammenhalt fördern und wie können wir diese Zusammenarbeit neu einüben auf eine Art und Weise, dass wir uns trotzdem nicht alleine fühlen, sondern dass wir diesen Teamgedanken weiterhin wirklich umsetzen können. Mhm. Und auch da sehe ich ganz viele Möglichkeiten. Aber es ist natürlich
eben schon so, dass es auch das Bedürfnis gibt, sich auch mal zu sehen und sich auch physisch zu sehen. Und ich glaube, langfristig wird es so sein, dass man wahrscheinlich mehr im Homeoffice arbeitet und gleichzeitig lieber ins Büro geht, wenn man dann wieder ins Büro gehen kann, weil man einfach diese Begegnung sich auch wünscht. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist, wie können wir produktiv arbeiten? Also es ist auf der einen Seite produktiver im Homeoffice, und auf der anderen Seite höre ich von Kunden, dass sie halt mehr Zeit in Meetings und Besprechungen verbringen, weil man eben nicht einfach mal so, hallo, im Vorbeigehen mal sich austauschen kann. Also dieses Thema, wie organisiere ich mich so, dass ich trotzdem sehr, sehr effektiv arbeite, das ist, glaube ich, ein Thema. Ja. Ich sehe das genauso. Also ich glaube, dass diese Corona-Phase einmal dazu führen wird, dass wir ein bisschen mehr Distanz aufbauen werden zu Menschen, die wir nicht kennen. Aber der persönliche Kontakt einfach viel mehr wertgeschätzt wird, wenn er denn dann stattfindet. Und dass er nochmal eine andere Rolle bekommt. Deswegen denke ich, dass das Thema magnetische Unternehmenskultur einfach ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube auch, dass die Kunden von dir, die das Thema schon angegangen haben, jetzt in der Corona-Phase auch besser durch die Situation kommen, weil sie schon einen ganz anderen Spirit haben, vielleicht nicht nur auf die negativen Dinge sehen, sondern auch auf die Chancen dieser Krise und genau das machen, was du sagst, dass auf einmal festgestellt wird, wir können neue Dinge kreieren. Krisen sind ja auch immer Situationen, wo man neue Wege geht, wo man Entwicklungen schaffen muss. Und ich glaube, dass da deine Kunden doch einen echten Vorteil haben, wenn sie mit dir da schon zusammengearbeitet haben und da schon auf dem richtigen Weg sind. Kommen wir einfach mal so ein bisschen zur Glaskugel. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, so die nächsten 6 bis 12 Monate, glaubst du, da gibt es größere Veränderungen in der Wirtschaft in Deutschland? Also ich glaube schon, dass wir natürlich es wird ja Krise genannt und ich glaube schon, dass wir einen starken wirtschaftlichen Einschnitt geben. Das heißt, es wird natürlich Branchen geben, bei denen es gut läuft, aber es gibt viele Branchen geben, bei denen es nicht gut läuft. Und wenn wir einen Rückgang der Wirtschaftskraft von was auch immer, zwischen 35%, was die Prognosen gehen ja auseinander, haben werden, das wird uns schon alle betreffen. Warum also, hast du dich darauf vorbereitet oder wie bereitest du dich darauf vor? Weil ich sag mal, du hast dich ja auch auf Unternehmen spezialisiert und wenn Unternehmen Umsatzeinbrüche haben, dann kann das schon mal passieren, dass sie sagen, ja, ich möchte jetzt gerade nicht so viel investieren. Genau, also ich erstens muss ich damit rechnen natürlich, dass manche Kunden aktuell nicht mehr mit mir arbeiten, weil sie es einfach nicht können oder weil sie andere Prioritäten haben. Das heißt, ich muss auch schauen, dass ich mich umstelle und dass ich schaue, wo kann ich Probleme lösen, wie auch wirklich für die Unternehmen den Wert schaffen. Das ist eigentlich immer so. Man muss immer schauen, wo kann ich Wert schaffen? Wo kann ich tatsächlich auch Unternehmen helfen? Manchen werde ich, und das mache ich auch jetzt schon, werde ich unentgeltlich helfen, weil ich ihnen helfen möchte, durch die Krise zu kommen. Und anderen werde ich halt so viel Wert schaffen, dass sie auch kein Problem haben, mich zu bezahlen. Aber werden sich Dinge verändern. Also es gibt Kundengruppen oder auch Branchen, in denen brauche ich jetzt als Coach und Teamentwickler und Organisationsentwickler aktuell nicht unbedingt aufschlagen. Ne? Ja. Die einfach ganz existenzielle Probleme haben. Manche von denen, bei denen ich ihnen nicht helfen kann. Ja. Wenn du jetzt Unternehmen so einen Top Umsetzungstipp geben würde, sich auf diese eventuelle Rezession vorzubereiten. Was wäre so das, was die unbedingt machen sollten? Also was ich, glaube ich, wichtig finde, ist zu sagen, okay, mit offenen Karten spielen gegenüber den Mitarbeitern. Also ich glaube, dass Ehrlichkeit hier ganz wichtig ist. Wenn ich mich von Menschen trennen muss, dann sage ich ihnen auch, warum und aus welchen Gründen. Also jetzt sozusagen zu sagen, wir tun so, als ob nichts passieren würde. Und naja, kommt es dann doch, das ist nicht gut. Also ich glaube, da mit offenen Karten zu spielen. Ich glaube, was wir in Deutschland, ein Vorteil, den wir haben, ist das ganze Thema Kurzarbeit. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man nach Amerika guckt, wo jetzt schon irgendwie 30 Millionen arbeitslos geworden sind. Bei uns hat sich das noch nicht so sehr stark verstärkt, die Arbeitslosigkeit, weil wir dieses Instrument der Kurzarbeit nutzen, mit dem wir dann dafür sorgen können, dass die Mitarbeiter, mit die ich nachher wieder brauche, wenn wir aus der Krise rauskommen wollen, dass die auch dabei bleiben können. Genau.
Naja, und ich glaube, dass es wichtig ist, alle mitzunehmen und alle auf diese Phase, die nicht so einfach sein wird, auch einzuschwören und sagen, wir schaffen das zusammen. Also hier zeigt sich dann häufig, ob ein Team wirklich einen starken Zusammenhalt hat, wenn man in diese Krise reingeht. Manchmal, und da ist es erstaunlich, wozu Menschen manchmal bereit sind, nämlich auch zurückzustecken vielleicht für eine Zeit, weil wir gemeinsam dann eine Perspektive entwickeln, mit der wir nachher gestärkt aus der Krise rausgehen. Also man sagt ja auch, dass Krisen sind Chancen für Veränderung, und Krisen sind häufig Chancen, um noch stärker zusammenzuwachsen. Und das wären so zwei Dinge, die mir spontan dazu einfallen. Ja, ja, vielen Dank für deine Tipps. Ist sicherlich auch für unsere Zuhörer richtig spannend, da dran zu arbeiten. Und ich weiß, dass du schon wieder vor deinem nächsten Termin stehst. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage und danach noch eine Überraschungsfrage. Die eine Frage ist, wie wichtig oder was war deine wichtigste Erkenntnis aus irgendeinem Buch, Film, Coaching, Seminar oder irgendwas, was dir so gerade spontan einfällt? Die wichtigste Erkenntnis. Für mich die wichtigste Erkenntnis war eigentlich, als ich das erste Mal die 7 Wege zur Effektivität gelesen habe, dass ich für mein Leben selber verantwortlich bin. Also der erste Weg heißt proaktiv sein bei den 7 Wegen. Und das heißt, ich bin kein Opfer, sondern ich bin derjenige, der für mein Leben selber verantwortlich ist und mein Leben auch selber gestaltet. Da gibt es keinen anderen. Und ich glaube, das ist so eine Kernerkenntnis, die wichtig ist. Ja. Vielen Dank dafür. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, was viele für sich auch noch erkennen dürfen. Ja, wenn man es nicht erkennt, kommt man auch nicht raus. Ne? Ja, das ist so, ja. Jetzt habe ich noch ein Part der Überraschungsfrage, da freue ich mich immer sehr drauf. Und zwar kannst du einfach eine Zahl zwischen 1 und 10 wählen und dann sage ich dir eine Frage, die dort hinter der Zahl steht, die du dann einfach kurz beantworten darfst. Und dann sind wir auch schon fast durch. Deswegen einfach eine Zahl zwischen 1 und 10. 7 wäre die Zahl. Die 7, okay. Musstest du schon einmal unbequeme Entscheidungen treffen, um in deiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen? Absolut. Okay, absolut. Und was war das? Also kannst, wenn du es kurz umschreiben magst. Ich erinnere mich, dass ich als ich Marketingdirektor bei Kellogg's war, habe ich jemanden eingestellt, wo es nach 3 Monaten sich herausstellte, dass es überhaupt nicht passt. Und diese Person war auch eine Führungskraft, die mein wichtigstes Team geleitet hat. Und ich musste die Entscheidung treffen, entweder er oder das Team. Also meine dann in dem Team leistungsstärkste Mitarbeiterin hat gesagt, also wenn das so weitergeht, dann bin ich weg. Das heißt, da musste ich dann relativ kurzfristig entscheiden, dass ich diesen Mitarbeiter wieder entlasse. Das war eine schwierige Entscheidung deswegen, weil ich ihn eigentlich als Entlastung für mich eingestellt hatte. Ich hatte bewusst einen etwas senioreren Manager eingestellt, um mir den Rücken so ein bisschen frei zu halten. Und das war ein Punkt, wo ich einfach entscheiden musste. Okay. Und am Ende war es eine gute Entscheidung. Und das war eine gute Entscheidung, absolut. Ja. Genau, also das ist der Sinn eigentlich dieser Frage, um einfach auch dann halt diese Dinge, manchmal sind wir im Unternehmen und müssen mal Entscheidungen treffen, die nicht bequem sind, aber fürs große Ganze wichtig und am Ende des Tages uns weiterbringen. Ich hatte letztens so einen kleinen Ginkgo-Baum, da ist ein Ast angeknackst gewesen und den mussten wir dann halt abschneiden, damit nicht der ganze Ginkgo-Baum kaputt geht, ne? Und wie er besser wachsen kann. Super, vielen Dank, lieber Christian, für deine Zeit und für das informative Interview. Wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Meine Webseite ist christiankonrad.org, in einem Wort, beides mit C. Meine E-Mail ist christian@christiankonrad.org. Das sind eigentlich die beiden besten Möglichkeiten, wie man mich erreichen kann. Sehr cool, dann schreibe ich das noch in den Shownotes rein und dann können die interessierten Unternehmer gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, mit Christian zusammenzuarbeiten, macht richtig viel Spaß und bringt einen auch sehr weiter in seinen unternehmerischen Entscheidungen und auch in der Kultur. Deswegen vielen Dank, lieber Christian. Wenn du magst, kannst du noch die abschließenden Worte an die Zuhörer richten und dann sage ich schon mal ciao, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch, Jens, dafür, dass wir hier miteinander reden konnten und ja, ich wünsche einfach allen ganz viel Inspiration und Kraft, in der Krise auch eine Chance zu sehen. Und ja, denken Sie an die 3 positiven Punkte pro Tag. Ich glaube, das ist ein guter Tipp.
Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken. Und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Shownotes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.